Nach der Internetaktion mehrerer Künstler gegen die Corona-Politik der Bundesregierung hat Gesundheitsminister Jens Spahn den Initiatoren ein Dialogangebot gemacht. Entscheidend ist, dass wir im Gespräch miteinander bleiben. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, ich weiß nicht, wer da jetzt die Initiatoren sind, ein Gespräch miteinander zu führen. Weil ich einfach wahnsinnig wichtig finde, immer wieder aufs Neue dieses Gespräch zu suchen. Er habe sich noch nicht selbst alles anschauen können, sagte der Minister. Er fände es aber schade, wenn der Eindruck da wäre, dass es nicht auch kontroverse, abwägende Diskussionen gibt. Dass es Kritik gibt an den Maßnahmen, dass es Kritik und Fragen gibt an den Maßnahmen und den Hintergründen, das finde ich nicht nur normal, das finde ich in der freiheitlichen Demokratie auch wünschenswert am Ende. Ich wäre eher besorgt, wenn es überhaupt keine Kritik gäbe. Unter dem Twitter-Hashtag Alles dicht machen haben Künstler wie Ulrich Tukur, Volker Bruch, Merit Becker oder Jan-Josef Liefers in den sozialen Netzwerken ironisch-satirische Clips mit persönlichen Statements verbreitet, in denen sie die Corona-Politik kritisieren.